Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainsim World 5. Der Danny spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns mittlerweile auf der Strecke München-Augsburg und fahren nun unseren EC von Augsburg Richtung München Hauptbahnhof. Bevor wir dann ein weiteres Mal den Führerstand wechseln und dann im Steuerwagen Richtung Rosenheim bzw. über Rosenheim nach Salzburg Hauptbahnhof fahren. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und der würde sagen, wir beginnen, machen noch ein schickes Foto und dann fahren wir los. Ich habe soweit alles schon vorbereitet, sodass wir eigentlich definitiv direkt losfahren können. Was wir allerdings noch machen sollten, ist die AFB ein. Und diese natürlich auf 40. So, ansonsten sind wir soweit. Die Quietschi neben uns kann es kaum erwarten. Die möchte nämlich auch los. Das heißt, wir werden uns jetzt hier ganz schnell auf die Socken machen. Weil die Quietschi hat hier definitiv mal Druck. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall jetzt auf dem Weg nach München Hauptbahnhof machen. Da haben wir die Sieferl noch. Da habe ich doch. Wo ist jetzt das Problem? Die Bremse war anscheinend noch nicht ganz gelöst oder so. Hä? Was ist denn jetzt hier falsch? Ach, die Türen sind noch. Ah, das ist das Problem. Sorry, das war meine Schuld. Bedienungsvorgang eingeleitet. Das war meine Schuld. Sorry, 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 sorry. Sorry, Kollege, das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Jetzt aber. Türen sollte man auch schließen. Hey, warum kommen wir denn hier nicht aus dem Quark? Was ist denn los? Endlich. Was ist denn jetzt hier falsch? Irgendwas stimmt doch hier schon wieder nicht. Das ist doch. Was ist denn hier falsch jetzt? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben irgendwie ein Problem hier. Das ist das Problem. Der Strecke zu Anfang Fehler. Der Strecke zu Anfang Fehler. Das gibt es ja gar nicht. Es sind keine Störungen vorhanden. Ich verstehe es nicht.
So, machen wir das jetzt mal ohne Störung. So. Irgendwas ist doch hier falsch, Mensch. Meine Fresse, ey, das gibt's doch nicht. So, sorry Leute, irgendwie hatte die gerade einen Fehler. Ich weiß echt nicht, was hier los war. Technischer Defekt oder ich weiß es nicht. Sorry Leute, das war irgendwie komisch. Ich habe keine Ahnung. Jetzt schlapp 10 Minuten fast gekostet. Irgendwie wollte die nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das mit dem Ventil war, was ich da gerade dann geschlossen habe, ob das daran lag. Keine Ahnung.
Weil natürlich die S-Bahn und so alles aufgehalten, aber es ging halt nicht anders. Schon schneller fahren, wir gleich in der LZB. Weil sind wir schon drin. Dann können wir ja Das hatte ich wirklich noch nie, dass direkt am Anfang schon Probleme mit der Lok hast. Das hatte ich wirklich noch nie. Wirklich nach wie vor nicht, was das Problem war am Anfang. Ob das wirklich daran liegt, dass ich das eine Ventil jetzt da geschlossen habe. Dieses Absperrventil, ich kann es euch wirklich nicht sagen, so viel Ahnung habe ich auch nicht. Oder was da jetzt genau das Problem war, ich weiß es nicht. Immer wieder für Überraschungen gut, das muss man ganz klar sagen. Macht immer wieder Spaß, wenn immer wieder irgendwelche Überraschungen dazu kommen. Scheint ja alles soweit zu funktionieren, Gott sei Dank. Die 101 hat sich entschlossen loszufahren, hat am Anfang ein bisschen gezickt. Gute. Jetzt sagt die, sieh ich nicht, sieh, ich dreh durch. Wenn du die draußen nicht hörst, das ist echt tödlich. Das ist wirklich, das ist beschissen. Wirklich, das hätten sie, das müssen sie noch fixen, weil. Wenn du draußen Außenaufnahmen machen bist und du hörst die Siefer nicht, das ist einfach ekelhaft, ehrlich.
Mein Gott, ich hab bloß FIFA gedrückt, ey. Mein Gott, langsam habe ich echt die Schnauze voll hier. Mann, ey. Die reagiert auch viel zu schnell, meiner Meinung nach. Viel zu schnell. Ich verstehe das nicht. Echt nicht. So, dann fahren wir hier bei dem wunderschönen Sternenhimmel mit unserem EC 1015 von Augsburg nach München auf der Fahrt nach Salzburg Hauptbahnhof, von Essen Hauptbahnhof über Köln, Koblenz, Frankfurt, Augsburg, München, Rosenheim und Salzburg. Augsburg ist auch wiederum eine sehr schöne Strecke zum Schnellfahren. Video hat hier gleich am Anfang schon wieder sein Highlight gehabt, als die gute 101 nicht wollte, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht habt ihr da eine Idee, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein.
Fall, die ist ziemlich schnell dabei, also du darfst dir keine lange Pause erlauben. Das heißt dann Sifa, Sifa, Sifa und dann gibt es die Zwangsbremsung, also das muss man echt fix dabei sein. Hey, warum fahren wir? Ach, guck mal, unser Steuerwagen ist umgedreht. Ja, das gibt es auch. Den hätte ich natürlich im Zugverband-Editor noch umdrehen müssen. Ist egal. Dann ist unser Steuerwagen halt defekt. Müssen wir in München austauschen. Damit wir dann mit unserem Zugsteuerwagen voraus Richtung Rosenheim und Salzburg fahren können. Seht mal, eine Quietschi. Da fahren wir hier mit unserem defekten Steuerwagen, defekter BR101, Richtung München. Ich hoffe, das gibt sich dann gleich wieder. In München bzw. auf der Strecke Rosenheim und Salzburg sind, dann Richtung Salzburg fahren. Dürften gleich Pasing erreichen, darum reagiert unsere LZB auch. Und zwar dürfte das 160 sein. Genau. Sind jetzt nur noch 19 Kilometer. 7 Kilometer sind es von Pasing bis in München, beziehungsweise bis zum Hauptbahnhof. Das heißt, viel wird er jetzt nicht mehr kommen an Strecke, 12 Kilometer circa noch.
Sezessiva, die ist hier relativ schnell zur Sache. So, wir müssen jetzt reagieren. Ach, jetzt haben wir eine Zwangsbremse. Ich wusste es. Wir sind zu. Ach. Jetzt haben wir eine Zwangsbremse. LCP-Zwangsbremse. Jetzt ist es soweit. Da waren wir zu langsam mit dem Bremsen. Die LCP hat aber viel zu spät reagiert. Ja, viel zu spät reagiert hier. Eieiei, jetzt haben wir alles hier. Ist ja gut jetzt. Och nee, das ist jetzt nicht wahr. Nee, bitte. Ist doch jetzt nicht wahr. Ah, wie kriegen wir das denn jetzt wieder aus hier? Leute! Gibt's doch gar nicht. Warum musst du das doch irgendwie auskriegen hier? Ich krieg das nicht mehr hin. Ich krieg's nicht mehr hin hier. ASB, ASB, ASB. Störung, Störung, Störung.
Leute, wie kriegt man das wieder weg? Das gibt's doch gar nicht. Nee, keine Chance. Keine Chance, das irgendwie hier wieder hinzukriegen. Lösen der SB mit Fahrschalter quittieren. Ja, was ist denn der SB? Schnellbremse, habe ich doch gelöst. Tut sich gar nichts. Tut, sorry, ich komme hier nicht mehr weiter. Quittiert auch nichts. Tja, unsere Fahrt endet hier. Ich kriege die Bremse nicht mehr gelöst. Das bringt ja auch nichts. Wir machen hier erstmal Schluss, würde ich sagen. Das bringt nichts. Wir kommen hier nicht mehr weiter gestrandet auf dem Weg nach München Hauptbahnhof, kurz vor Pasing. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war mal eine andere Folge, würde ich mal sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Dedenik spielt das Hot rein. Ciao, Servus. Und tschüss.